Und du stehst einfach da und hockst da, ne? 0% Trefferchance. Zack. Aber genau jetzt merke ich irgendwie, dass ich irgendwie überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich muss ganz andere Vorbereitungen treffen. Daneben. So macht man das. Mich nicht mal 9% Donk. Ein Pseudo Eth hier. So. Okay, wir werden langsam ein bisschen zu bunt mit dem Verstärkungstruppen da. So, du mit dem Stahlbogen, ne? Ich würde dich am liebsten da anlocken. Ich glaube, so ist halt in Ordnung, ne? Ich weiß sowieso, dass die beiden auf mich zukommen werden. Von daher war sowieso kein Unterschied hier. Oh Mann, ehrlich. Sie wird überhaupt nicht getroffen, ne? Ne? Aber die werden trotzdem auf die losgehen, ne? Ich habe alle keinen Fernkampfangriff. Vielleicht noch mal die Katja ausrüsten, genau. Ist doch bestimmt mehr, ne? Da müssen wir ja warten, ne? Oh. Macht euch durch. Noch weiter oben. Ist eingefallen. Wir sind mal in eine Falle getappt. Ist von der Herde getrennt und ich habe dich einfach erledigt. Wenn du umverbreitet warst. Ach komm schon, Mann. Ach. Gut, dann bleibt da stehen. Geht nämlich gar nicht erreicht. Ja, wir machen weiter mit der Strategie, ne? Funktioniert so, ne? Weiter. Zu Ende. Ja, die kommen nach unten anstatt nach links. Der eine ist nach links gegangen. Was geht? Au. Boom. Eine Ladung für Ike. Boah. Ich finde, die Katze sieht so cool aus, ne? Die Katana mit einer in einem grünen Leuchten inmitten der Klinge. Okay. Was ist da gerade passiert? Wer ist ja gerade aufgetaucht? Hier? Ja. So. Ah. Na, jetzt macht uns jetzt, ist klar. Alter. So. Ja, dich machen wir eigentlich fertig, wenn du jetzt vielleicht näher kommst. Oder ich mache dich ja schon fertig. Ich natürlich auch. Ja. Oh.
bisschen Pflege. Und ja. Ach, weil die auch Ausweichbonus bekommen. Stimmt. Ich bin schon gefragt, warum tut sie denn nichts treffen, ne? So, oh, da oben sind auch noch welche. Pff. So, ja, die buffen sich jetzt die ganze Zeit hier hoch, ne? Pff. Äh, 77 105, ihr macht 16 Schaden, ihr macht nicht so viel Schaden. Ist in Ordnung so, ja, ne? Ja, ist in Ordnung so. Das ist in Ordnung so. Hey, was geht, na? Oh, du bist sowas von tot. Was soll ich heute nehmen? So, leider hat niemanden zum Hochballern mehr, ne? Da kommen gefälligst auf uns los. 0%. Ah, sehr gut. Du hast niemanden zum Hochbuffen, jetzt bist du dran. Und sie hat gleich wieder genug Ladungen, um den einen Dieb da abzuschießen, ne? Okay, wir laufen mir gerade ein bisschen zu viele Leute rum, ey. Ich spawn irgendwie viel zu viel. Ich meine, die Situation ist jetzt ziemlich chillig gerade, aber... So, ich muss einmal angreifen mit ihr, damit ich ihre Ladung hier bekomme. Ob ich treffe oder nicht, ist egal. Weil die übergezogen, ja. So, ach, der ist im Wald drin. Nein. Ach. Oh, das ist ein bisschen nervig gerade. Oh, der ist gut, aber Drachenflug. So. Menge Pfeil und Treff. Danke. So, okay. Wir packen wir da ein 16 durch, ne? Eigentlich eine andere Stadt hier gerade im Sinn, aber der Dieb bewegt sich irgendwie nicht, den kann ich jetzt gleich schon abschießen. Man hat ja immer wieder Verstärkungstruppen kommen, ist ja schön und gut, ne? Aber Problem ist, das zieht irgendwie den Kampf nur ungemein in die Länge, habe ich so Gefühl. Ach, jetzt muss. Ach. Der nimmt einfach nichts an Schaden, ne? Eine blöde Abwehrhaltung daneben. Aber das macht es irgendwie noch schlimmer, dass ich irgendwie keine Erfahrungspunkte oder irgendwie so bekomme, ne? Da macht es ein bisschen bitterer, irgendwie weiterzumachen mit den Kämpfen. Aber wenn wir am Ende dann irgendwie mehr Charaktere winken, ne?
Ich nehme an, das ist Belohnung genug, ne? So. Der überlebt hat auch noch. Was habe ich noch, wenn ihr mit? Was ich tue? Okay. Hat der wohl schon mal alles ausgemerzt. So, was mache ich hier? Soll ich auf den Dieb losgehen? Ja, ne? Ich weiß nicht, sind da noch mehr Diebe aufgetaucht? Nee, ne? Ich könnte eigentlich die Leute hier anlocken. Damit der Strategie fortfahren, die ich eigentlich im Sinn hatte. Ich glaube, ich machen werde, ne? So. Machen, ne? 55, dann würde sie hat aber ja alles 118. Der Magier könnte natürlich auch schön weg sein, ne? Aber hier fehlt ein Dingen, aber die bekommen auch kein Bandlevel, ne? Ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Sie hat doch schon Geschicklichkeit bekommen, ne? Sehe ich irgendwie, wie viel Geschicklichkeit sie bekommen hat? Ja, mal ein Ausrüstungseffekt, ne? Ich glaube, wir bekommen keine Essenseffekte. So, ich platziere ich schon mal hier hin, ne? Würde ich sagen. Damit du dich heilen kannst, ne? Jetzt dich mal hier hin. Ziehe ich dich hier hin. Dich hier hin. Ah, da kannst du nämlich heilen, ne? Sollen wir so Grazheiler irgendwie? Etwas Grazheilung. Die kommen jetzt wieder von allen Seiten, ne? So. Ich schieße jetzt einfach den Typen da ab. Obwohl, weißt du was, ich habe so Gefühl, ich werde sehen, ob meine Strategie funktioniert, die ich in Sinn hatte. Ich muss mal kurz was checken. Ah, ja. Könnte funktionieren. Ah, was soll's, schieß mal den ab. Weil meine Strategie war, wenn er jetzt hier hochgeht und sich die Schatztruhe einverleibt, dann komme ich hier mit ihr hin, ne? Setz Donner ein. 1, 2, 3, ne? Boom, schießt ihn ab. Bewegt mich weg. Platziere sie hier hin. Sie tauscht dann Donner mit Celestia aus. Und setzt nochmal Donner auf ihn ein. Aber ich habe so das Gefühl, das wird irgendwie ein bisschen riskanter. Einfach nur, weil das... Weiß nicht. Weil halt ein bisschen, ja, mit Donner triffst du halt nicht so oft, ne? Von daher nehme ich mal an, ist ja vielleicht nicht so einfach zu handhaben. So, ich muss mal hier gucken, wenn ich hier alles platziere. Ich fange jetzt nämlich mal an, hier in der Mitte anzugreifen. So, wir machen jetzt erstmal, sie kann ich hier platzieren, ne? So, und sie macht das mal den Dieb platt, ne? Einfach nur, damit wir das aus dem Weg haben. Jedenfalls zerstört, mir nichts verpasst. So, packen wir sie am besten auch hier hin, ne? Sie wird eigentlich nur von dem Dings getroffen, von dem Magier, ne? So, packen wir sie hier hin. Du tausch mal ein. Ich hoffe, sie hat jetzt die Stahlachse ausgerüstet, ne? Ja, sieht danach aus. So, Nebel.
Strom heilen. Nein, sie hat immer noch den Dings ausgesetzt. Cool. Okay. Chill, chill, ganz ruhig bleiben. So. Daneben. Block. Block. Naja, der Magier macht natürlich jetzt ein bisschen Schaden, was doof ist. Aber ist okay. So. Ja, der hat sich auch perfekt platziert, sehe ich gerade. Warte mal, so ein Speer oder irgendwie sowas? Nee. So, dich. Dich kümmere ich mich. So, da waren ein paar Leute ja voneinander getrennt, finde ich gut. Okay. Ich glaube, ich muss ja tanzen gleich. Wie viele Waffen sie zur Auswahl hat. So, ach. Sie will den gar nicht treffen, ne? Uff. So, warte mal, ist ob meiner Katti nicht auch effektiv ging. Oh ja. Oh ja. Oh, vehemenz. So, wenn ich den Magier mich nicht erledige, also mal den ja, nee, den ja. Oh. Hm. Was haben die noch mal bekommen? Immunität gegen Bruch. Wichtig. Hm. Ich überlebe noch einen Bruchangriff, ne? Ah, ist das die beste Idee hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will wieder Ike einsetzen, ne? Kann ich gar nicht mehr. Verdammt. Greif mal. Versuch anzugreifen. Oh Gott sei Dank. Ja. HP heilen, alles ist okay, alles ist okay, ne? Warum hat sie jetzt so viel Verteidigung und Resistenz? So, hm, von hier kommen ein paar Leute. Leute, bewegt euch mal ein bisschen, ne? Ich bin kurz davor zu sterben. So, oh ja, warte mal, ich kann mich jetzt anschleichen. Du machst 16 Schaden, du machst schon, geht schon klar, geht schon klar. Weil wenn ich vorher gleich wieder alle zusammen sind, wird auf jeden Fall einfacher. Okay, sollte alles in Ordnung sein, ja. Hey, was geht?
Tja, ich gehe auf den Charakter los, der irgendwie der am meisten Schaden machen kann. Tja, ich gehe auf den Charakter los, der kontern kann. Ja, hast du davon. Das ist aber eine KI. Warum hattest du gedacht, das wäre eine gute Idee? Na, der ist auch weg. Alles läuft nach Plan. Alles gut. Finde ich gut. Kommt keine nervigen Verstärkungstruppen mehr. Cool. Ich kann nicht erledigen. Reicht du mich? Nö, cool. Mal springen wir mal. Bonk. Bonk. Der Knall ist immer. Der stumpfe Sound immer so bonk. Bonk. So. Oh Gott, ich hasse es. Ja, der ist ja nicht in Sicherheit gerade, sehe ich. Mach mal Platz, ich muss weg hier. Ja, voll doof, hier die ganze Zeit so eine Krücke zu haben, die du beschützen musst. Boah. Fertig, das heißt, du kommst hier runter. Also, da man alle Kapitel ja chillig erledigen kann, habe ich nichts dagegen. Sag. Sobald die stressiger werden, dann haben wir jetzt wahrscheinlich unschön, ne? Hat er mich getroffen? Da könnte ich den nehmen. Puh. Dich kann ich doch bestimmt erledigen, bevor du mir Schaden machst, ne? Stahlaxt. Warte mal, da noch Bogenschütze. Obwohl das eigentlich nicht so toll gerade. So, Alter. Der macht 20 Schaden. Und der Schütze, der macht mich nie im Leben platt. Na, komm mal her. Hätte vielleicht den Tomahawk ausrüsten sollen, aber was soll's. So, du bist du so blöd und gehst auf jemand anderen los. So, gehen wir mal kurz hier hin und tun das Ding einsacken. Was haben wir gewonnen? Ein Rittertod. Nutze ich nie. So, mein erster Instinkt wäre natürlich jetzt so voll die hier mit, aber ich glaube, Panette könnte auch ihn erledigen. Nee. So richtig voll ins Gesicht, ne? So richtig voll ins Gesicht reinschießen, ne? Richtig schön mit der Faust, so richtig schön von Gesicht, ne? Also mein erster Instinkt hier von Zeugs, die ich machen könnte. Ich könnte natürlich auch Leute hier mit Celestia anlocken.
ich weiß auch sowieso, sobald ich irgendwie da näher rangehe, ne, da kommt irgendwie, weil ich noch verstärkt ist oder irgendwie sowas, ne, ich kenne das doch. Ja. Ist immer noch lieber auf sie los, Alter. Entschuldige, was? 89%, hallo? Wie kann denn der da nicht treffen? Oh, das tötet den ganzen Einschlag. Ich denke mal, weil sie sich in Drachen verwandeln kann, dass sie auch Spezialangriffe einsetzen kann. Also gegnerische Abwehr durchbricht oder so. Aber nee, alles physisch. Ich habe eine Hand. So. Du hast einen Schlagbogen. Ja, zweimal. Hallo. Blutige Wut. Okay, sie immer noch Geschicklichkeit? Nein. So. Die Frage ist jetzt, überlebt sie einen Treffer von so einem Typen hier? Ich glaube ja eher nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ihr mir einen Charakter geben, der irgendwie einen Schlag hier überleben kann. So von sich aus schon. Sie aber auch gerade. Nein, er kann uns total treffen. Warte mal. Ich kann total nur ihn anlocken. Mit einem Speer 28, der wird überhaupt nicht. Okay, funktioniert das? Das wird doch nie im Leben funktionieren. Ich kann auch hier reingehen, ne? 1, 1, 2. Eins, zwei, ne? Ich gehe hier rein, greife ihn an. 1, 2, ne? Das ist natürlich wieder die Frage, ja. Wer wird hier alles angelockt, ne? Wahrscheinlich alle, ne? Ich habe ja Glück und er wird angelockt, ne? Also nur er. Schau mal, was passiert, ne? Ich bin etwas experimentierfreudig gerade. Jetzt kommen sie alle, ne? Ein Schlag erledigt. Oh Gott, die Crit-Chance. Nein, daneben. Nein, daneben. Okay. Ach ja, der hat so eine Fähigkeit, ne? Der sich hochwaffen kann. Okay, ich habe anscheinend Celine nicht angelockt. Schaden machst du mir da? Oh, nein, das muss natürlich wieder ein außer Reichweite sein. Das geht's wieder nicht. Ich hätte ihn erledigen können hier in dem Zug. Aber eben so.
So, aber du jetzt, ne? Mir gefällt die Situation gerade nicht so. Reicht das, um ihr Emblem aufzufüllen? Ich glaube nicht, ne? Aber ist okay. Wenn ich sie heile. Gott, sie überlebt mit einer P, ne? Ja. No. Aber ist okay. Das ist ehrlich gesagt nicht so schlecht gerade. So, zeige ich sie hoch. Sie wird sie nicht erledigen, ne? So, du geh mal da hoch und heil sie hoch. Das Geile ist, ich kann ja voll manipulieren nach meinen Wünschen. Ich werde auch gleich sehen, warum. So, 0% Treffsicherheit. Und er geht nach unten. Okay. Cool. Warum auch nicht, ne? Ja. Ich verstehe die KI in diesem Spiel nicht. Ja. Kann man natürlich auch machen, ne? Und wir sind in Sicherheit. So, und ich finde es gut, dass der, ehrlich gesagt, einen Zug überlebt hat, weil jetzt haben wir noch mal eine Chance, unser Ding aufzufüllen. So, du musst jetzt aber auch langsam mal drauf gehen, sonst wird das hier unschön. So, komm, einen Hilfsschlag. Na, war's. Danke. Okay, cool. Ziemlich easy. Und Stahlschwert. Ja. Und ich kümmern wir uns. Hat es nicht, dass Alfred nach unten gegangen ist? Jetzt ist er nach oben gegangen. Ach, weil sie wieder in Reichweite ist, ne? wie viel Schaden machst du mir, du? So, er hat sein Dings nicht ausgerüstet. Also, ich kann auf ihn losgehen, Mann. Alter, was ist denn hier los? Okay, ich mache null Schaden an den, cool. Entschuldige, was? Wie viel Schaden macht ihr mir? Ihr macht mir 17 Schaden, alles klar. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also wenn ich den mache, kann ich euch beide erledigen. Na cool. Da habe ich mal sehr viel mehr Charaktere mit Momente. Einfach nur, wenn ich mehr Gradzeitung habe. So.
Muss mal hier hin. Stehen fertig. So, man darf nicht vergessen, ne? Ich kann immer noch hier mit ihr hier locker flockig einen von denen erledigen. Wahrscheinlich Celine. Da ich sowieso keine Erfahrungspunkte habe, werde ich da wahrscheinlich auch machen, ne? Bis die uns wieder erreicht hat, ne, ist mein Bündnis schon wieder abgelaufen und ich habe schon wieder so ein Ding hier eingesammelt, um mein Bündnis aufzufüllen. Und ja, ja, dann jo, was geht? Nur Heiler überall. Und ja, außer Reichweite. Ja, wir haben es. Ich hatte ja sehr viel schief gehen kann. Ist auch schön, wieder am Waffen bei der Seite zu haben. So, ich will natürlich Alfred gegen ihn erkämpfen lassen, ne? Weil ich den Dialog sehen will. Also nicht so schnell frecken, Kollege. Aber wahrscheinlich jetzt, wo ich ihn angegriffen habe, kommt wahrscheinlich zu denen jetzt, ne? Guck mal, wer da ist. Kann ich den erledigen so? Ich glaube ja, ne? ja, ich bewege mich mal hier hin, ne? Kratze ich mal wieder ein bisschen hier an. Ja, ich bin auch hier. Magie reflektieren. Entschuldige, was? Wir müssen bewegen von 6, ne? Ja, werden wir schon alles schaffen, ne? Mein Tänzer noch da oben. Ey, yo, was geht? Sehr cool. Oh, da war's. Jetzt mal nicht an, dass ich ihn irgendwie ansprechen kann oder irgendwie sowas, ne? So, ich mache den 0 Schaden. Jo, was geht? Ah, ne, hier, hier. Sehr cool. Ja,
Du bist davor, dich selbst zu erborden. Du sollst nicht froh darüber sein. Da wird ja niemand fragen, warum er blaue Haare hat. Was ist daneben? Ich bin ja eigentlich hier mit Dings erledigen, ne? Da will ich den nichts an Schaden machen. Ich könnte natürlich mit Dings erledigen, ne? Wer hat Donnerschwert? Du. Ach ja, ich habe ja auch noch. Ganz vergessen, ich sie auch noch ab. Dann bleib mal da stehen. Kann ich das Donnerschwert benutzen? Ich habe B. C, klasse. Du wirst aber nicht so viel, ne. So skurril, sie irgendwie so freundlich irgendwie zu sehen. Ah, natürlich nimmt so nichts an Schaden. Warum auch? Ich frage mich wirklich, ob Etty und Butchon auch irgendwie einen Dialog mit ihnen hätten. Ja, typisches Anime-Klischee, wo Charakter einfach nicht zuhören, was man ihnen sagt, ne? Ja. Das könnt ihr noch gar nicht erreichen. Okay. Müssen wir dich so erledigen. Oh ja. Sehr cool. Okay. Er ist aber nicht tot, ne? Okay. Was noch Celine? Welche immer noch da stehen bleibt. Okay. Dann macht natürlich ein bisschen einfach hier. So, ihr habt alles nur. Oh, ihr habt gar nichts. Fehlen hier einigen Leuten noch. Nee. Ja, dann weiß ich genau, was ich jetzt hier gleich mache. Ein bisschen beschleunigen hier.
Alter. Schaden, den er ja aushält. Ich finde immer noch voll interessant, dass die, wenn sie ein Charakter ist, der sich in meine Armee rekrutiert, nachdem ich das DLC abgeschlossen ist, nachdem ich das DLC abgeschlossen habe, dann wird das unglaublich merkwürdig, wenn ich in der Story weitermache und gegen die Bluthunde kämpfe. Das hört sich ziemlich interessant an, ehrlich gesagt. Die wollte ich mal Dings hier geben. Was hatte ich gerade bekommen? Ritter tot, ne? Ich glaube, der mir irgendwie was bringt. Ja, geh auf den Typen los, der dich hier voll erledigen kann. So, die sind schon mal ausgemerzt, ne? Und jetzt wird das. Jetzt machen wir mal Teil 2 hiervon, ne? Das wird irgendwie, würde ich sagen, sogar noch einfacher. So, Panett, wo bist denn du, ne? Guck mal hier, guck mal, wer da ist. Hast du vielleicht mal Bock, auf die drauf zu ballern? Nein, geht noch ein weiter. Das wird brutal. Wenn ihr etwas jünger seid, dann schaut am besten kurz weg, ne? Und das wird echt brutal jetzt gleich. Mann, da fehlt schon wieder nur ein Ding. Ja, warte mal. Wer hat Ike? Du hast Ike. Verdammt, du bist aber nicht weit genug. Jetzt war keine AP, ne? Machen wir mal den. Dann haben wir dir ein paar HP hoch. Verdammt, ich hätte doch irgendwie Wellen mitnehmen sollen, weil sie hatte die Fähigkeit, womit sie irgendwie Verbündeten die Dingens hochhalten, ne? Die Band-Dinger. Ich liebe diese Animation von ihr. So, das wird jetzt etwas übel, aber gucken wir mal, ne? So. Alter. Hallo, Celine. Panett mit Lin, das ist wahrscheinlich die krankste Kombi überhaupt. Das ist wie mit Yunaka und ihren Supermesserchen. Ja, jetzt müssen wir nur noch eine Leiste von ihr runterhauen. Das ist ziemlich chillig, ne? Ich bin irgendwie überrascht, dass die Kampfmusik nicht beginnt. Aber ich will natürlich noch gucken, was hier so für Dialoge und so sind, ne? Ich habe sie so übel eine übergehauen, dass sie nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll, ne? Stell ich mir jetzt vor. Elfendonner, Zauberungseffekt, vielleicht Kraft plus 5. Oh nein. Aber guck mal, was ich hier dagegen mache. Wer erreicht mich hier? Du.
Hat da jemand eine Idee? Ich habe eine Idee. Ja. Boom. Ah, diese blöden Wälder, ey. Ich komme nirgendwo durch, Mann. Ich denke immer, ich habe so viele Leute in meiner Armee, wenn ich irgendwie die Klone da sehe. Er ist aber schon so ein bisschen geschummelt, ne, von dem Developers, ne? Anstatt hier irgendwie neue Charaktere reinzupacken, nehmen sie irgendwie die exakt gleichen nochmal. Ne, das kommt irgendwie jetzt so etwas komisch rüber, ne? So, du willst mich ja, du willst aber nicht ausweichen. Ausweichen 8. So, wie kann ich jetzt aber dich anlocken? Ich werde wahrscheinlich erstmal deine Leute hier alle erledigen, ne? Ich kann natürlich auch jemanden hier reinpacken, einfach so, ne? Damit die einfach angegriffen werden. Was ist denn 15? Kann überhaupt jemand da heilen? Ich glaube nicht, ne? Dann machen wir folgendermaßen, ne? Wo ist Celine? Hier. Dann gehen wir mal da rein und warum wird meine auch was? Weil sie die ihre Elfendonner, ne, ihr Elfendonner wurde auch hochgelevelt. Was? Das levelt. Was hatte? Was haben die überhaupt gemacht? Er ja. Was hat Elfendonner von jenen in der Schlacht verbessert? Okay. Warum nicht, ne? Ja. Du weißt erstmal im Gras, ne? Was ist das für eine bescheuerte Fähigkeit? Ja, ich erhöhe die Stärke von allen Waffen in der Schlacht. Oh, ist gar nicht so eindeutig, wie ich gedacht hätte. Ja, dann geh du mal rein. Und dann kommt mal Alfred her, ne? Der kann damit dann auch nicht doppeln, ne? Das heißt, komm du mal hier hin, ne? 36, ja. Geht's dir okay? Geht's dir gut? Ja, ne. Ja, anscheinend schon. Wird schon gut gehen. Glaube ich. 27, 27. Beide 27. Schicken wir mal Verstärkung hier runter. Da ist schon ein bisschen zu spät, aber mal gucken.
tue mich zu sehr auf die Verstärkungsdinger ja konzentrieren, auf die Unterstützungsgespräche meine ich. Okay, was hat der schon wieder gemacht? Oh, du bist was von tot. Warum hat mich der Magier im Nahkampf angegriffen? Was? Warum ist der Magier im Nahkampf auf mich losgegangen? Ah, oh, komm. Aber Charaktere können ja nicht sterben, ne? Man, wie gesagt. So, da will ich noch nicht sehen. Ah, natürlich kam 4%iger Crit oder wie viel auch immer war. Treffer 100, schlag mich tot. Na gut, dann kümmert ihr euch eben um die Leute hier unten. Kein Ding, schaffe ich schon. Gucken wir uns erstmal die Unterhaltung an. Also als okay, dann na ja, warum nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich Dings brauchen werde, ja. Oh, du kannst den Bogen einsetzen. Das ist, glaube ich, der Bogen, den sie irgendwie in diesen Hochzeitsskin hat von ihr, wie heißt das nochmal, Fire Emblem Heroes, ne? Da gibt es auch ein Dialog. Ich weiß auch, bringt nichts, weil sie eine Magierin ist, aber so, du meinst mich zu kitten, finde ich mal gar nicht gut. So, aber ihr mit ihren Emblem verbundene Verwandlung sieht aber nicht anders aus, ne? Also sieht noch genauso aus, also ihr Drache sieht normal noch gleich aus, ne? Jetzt ist er echt irgendwie dazu gedacht, irgendwie grottenschlecht zu sein. Ich verstehe das nicht. Was ist denn den sein? Was ist denn sein Gimmick? Er hat Fähigkeit, irgendwie sehe ich davon nichts. Würde bedeuten, er könnte irgendwie gut treffen. Muss ich ihn vielleicht, muss ich mit ihm vielleicht irgendwie ein paar Leute killen oder so, damit er irgendwie, weil er nicht brauchbar wird. Oh, alle, danke. Ja, einfach zur Lösung wäre natürlich jetzt mit Panetti hier reinzugehen, ne? Und einfach so voll noch mal so einen Schuss abzufeuern auf sie. So, sagst du irgendwas gegen Etty? Also hätte ich doch einige andere Charaktere auch noch mitnehmen können, aber ich kann ja nicht alle mitnehmen. Ich habe ja 6 Charaktere von Firen. Ich
Ich konnte nur 4 Charaktere auswählen und es gibt da 6 Charaktere, die ja wichtig sind. Ein Grund mehr, das Spiel noch mal, dieses DLC noch mal zu spielen, ne? So, wie war's dann mit dir? Einmal. So, kommst du noch mal auf uns los irgendwann? Ja, ne? Ah. Haben wir den auch noch platt? Na, theoretisch liegt sie nicht so falsch, ne? Wir sind mal ein verzerrter gewesen, ne? Autsch. So, okay, genug rumgespielt. Ah, da wird aber nicht reichen. Verdammt. Fast. Soll man mit ihr hier? Ja. Ich will den Typen ja auch noch erledigen, ne? Naja. Mal hier hin. Mal hier hin. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen gerade. Weiß nicht, vielleicht kriegt man irgendwann, wenn man alle Gegner erledigt, weiß ich nicht. Es kann nur eine geben. Ich habe ihn noch nicht mal in Reichweite hier. Ich habe gedacht, irgendwie vielleicht habe ich ihn in Reichweite, damit er noch mal killen kann. So, ich will einfach nur mal sehen, wie sie aussieht im Links Mund. Cool. Ja, ne, warum haben die Gegner eigentlich keine solche Verwandlungen? Also wenn Saphir im Hauptspiel sich irgendwie verwandelt oder so. Vorwärts, wenn ich sie am Ende dieses DLCs bekomme, ne? Also Celestia. Und ich setze sie gegen Saphir ein, das ist auch voll merkwürdig. Ja, genau da will ich wissen. Aber ich glaube, Saphir ist auch irgendwie eine Melusine, ne? Also die Klasse. Ich bin mir nicht sicher, aber sie benutzt doch Äxte. Oder? Ne, konnte sie Schwerter? Ich vergesse jetzt immer. Ne, sie hatte Äxte eingesetzt, ne? So. Ich finde, es gibt eigentlich nur eine Person, die jetzt sie erledigen kann, ne? Von daher rein da. So. Mama. Ja, cool. Ich wollte schon sagen, stimmt nicht ganz, ganz. Okay, cool. Ja, war nett. Einfach eine Barriere von Celine weggeschossen. Ja. Irgendwie klar. Das ist lustig. Das ist lustig, diese alternative Welt. フィレネの民の気質を体現したような優勝です。かつては大しい姿であったのですが、セレスティアの報告通り、今は黒く染まっていますね。
私が権限し直せたらいいのですが、できないことを悲観しても仕方がありません。眠らせますよ。紋章師ヘクトル。ゆっくり休んでください。さあ、何もあった。どう。紋章師が、またことば。眠るのは惜しいが、悪くはないさ。あんたたちとは。 どこかで共に戦いたいな。ええ、きっとどこかで。我が紋章は眠りについたのかい。これでロディア信仰は諦めてくださいますね。そうせざるを得ないよ。先ほどイルから話を聞いた。君は 違う世界の神竜様だそうだね。はい、通りでね。もし僕たちの神竜様であれば、こうして腕輪を奪ったりなどしない。フィレネ王国の味方をしてくれて、もっと優しく話をしてくれたはず。あれはそれはベライドンさん。全然違う。お兄様。けれど、それでもあえて嬉しいと思ってしまう。 違う世界の存在でも僕との思い出がなくと、君は敬愛する神竜様なのだから。先ほどはすまなかった。君を異形兵と決めつけ戦ってしまった。エル、イル、あなたたちにも謝罪をさせて、ソンブルの子だと罵ってしまった。 Yeah, that was a bit crazy. 本当は分かっているの。 あなたたちは悪くないと、でもずっと心の整理ができないでいたのは、心よりお詫びを申し上げるわ。いい。みんな神竜様を失って悲しいんだ。ただそれだけなんだよね。提案があるのだけれど、僕たちも一緒に連れて行ってくれないかい。これから腕を回るのであれば。 戦力は多い方がいいだろう。名案ね。結成した騎士団もいることだし、彼らにも同行させましょう。二人が仲間になると心強いです。ぜひ。ダメです。エル。ダメだと言っているのです、神竜。あなたの一存で決めようとしないでください。いや、確かに救世の主として助けを求めましたが、 軍の決定権は私とイルにあります。元いた世界ではどうだったのか知りませんが、勘違いされては困りますね。すみません。もうまた姉さんはそんな言い方して。でもごめんね神竜様、僕もフィレネ勢の動向には反対かな。どうしてだい、エル、イル。 僕は君たちへのこれまでの贖罪の意味も込めているつもりだ。近くでその身を守らせてくれ。ご理解ください、アルフレッド王。国王を連れて行くわけには参りません。王が不在で民たちをどうするおつもりですか。それにもしものことがないとは限らない。アルフレッドの世の次の、いないフィレネは王なしの国になっちゃうんだよ。 では、セリーヌと騎士団だけでも。大前とて同じことです。そして、騎士団は城を守るのに必要不可欠。私たちへの食材の意味があるのなら、どうか恩義を第一にお考えください。承知したよ。そういうのなら腕輪もこのまま我が国で保管しましょうか。なぜです。安心して。 悪用する神算ではないの。眠らせた紋章師は誰にも起こせないのでしょう。敵も腕輪を集めることが目的なのであれば、一箇所に集めていた方が危険ではと思ったの。理屈上は正しいですね。しかし敵は紋章師を起こす力を持つものと予測されます。私の力は敵にとって無意味でしかない。 敵が来ればすぐに紋章師を起こされる。そうなったら、慣れ親しんだ紋章の力で殺されるのは誰なのでしょうね。Was wäre erfreulich wäre.
Seine Haare werden von rot zu blau. Schon wieder. Das wird öfter als man denkt. あるべき場所に返すことができて幸せだ。それよりも神竜様。なんでしょう。さっきの戦で共に戦った君と別れることが一番辛い。またこうして会えて嬉しかったよ。あの時君を失った時はどうしようかと。アルフレッド、私はこの世界の神竜ではありませんよ。 Wie tun die Leute mich überhaupt verwechseln die ganze Zeit? Ich dachte, der Wirmgott hier wäre weiblich. Ich kann nicht. 新たな産業を獲得する道を模索します。全てが終わったらぜひまた立ち寄ってください。みんなにブーンを。アルフレッド、大丈夫でしょうか。少し様子がおかしかったです。姉さんがずっと怒ってるから萎縮しちゃったんじゃないの。怒ってなどいません。怒っていないとしても エルは物言いが厳しすぎるんですよ。同行を断った件を根に持っているのですか。あれはあなたが軽率な判断を仕掛けたせいですよ。それは認めますけど、誤ったではないですか。あのイル様、お二人は。えしべなおっかった。あった時から。つかのあいげん。困っちゃうよね。もうちょっと仲良くしてほしいな。 やはり別人ゆえ受け入れがたいのでしょうか。なんだか意外です。だってエル様昔はあんなに。セレスティア、聞こえていますよ。すみません。今回は視覚が現れませんでしたね。それは少し安心しました。見知った顔と戦わなくてはいけない上に正体不明の敵とも戦うとなれば勝てたかどうか。でも次は現れないとも限らない。用心しよう。敵も双子なのでしょうか。え？邪竜の巫女は双子で生を受けると神竜王城でエルが言っていたので単なる疑問です。わかりません。けれど邪竜の子たちは。ああ、私がベールとマイナルアルタナティブバージョンを選ぶ。双子の敵 という可能性は低いのではないでしょうか。片割れを失う。初耳ですわ。でもエル様とイル様は二人揃っていらっしゃいますわね。僕たちは幸運だったんだよ。本当に。お二方が大事な半身を失うことがなくてよかったですわ。ありがと。ここで気遊をしていても仕方がありません。 ブロディアの腕輪を手にするため先を急ぎますよ。オッケー。この前スペシカクテルシミア。フォアブライト。兄弟がいなくなってしまいましたね。私たちのように双子が揃っていることももはや珍しくなりました。僕この前見たよ。兄弟同士で殺し合うのは。 お前は弱いから消えちゃえって。二人揃ってるなんて生意気だって。なんてこと。次はきっと僕の番だ。僕がいつか殺される。出来損ないたから。いる。そんなことを言ってはいけません。本当のことだもの。僕よりもずっと強い兄弟が死んだ。ずっと父上の役に立つ兄弟がいなくなった。 次ではなくても、いつか僕の番が来る。怖い、怖いよ、お姉ちゃん。いる。大丈夫。
Alles klar. Hier, mein Gott. Und hier kommt dann jetzt keine. Okay. Ich bin doch gelacht. Das macht es ein bisschen einfacher. Grüner Garten. Also rennen wir jetzt von jedem Dingen zum nächsten, ne? Von jeder Nation zur nächsten, ne? Für jetzt eben den Schlafen sucht den Bruder weiter Armringe. Das nächste Mal werden wir gegen Diamant und Alchrist zu kämpfen, ne? Gut, dann kann ich mich ja dementsprechend irgendwie mit einigen Charakteren immer ja so vorbereiten, ne? Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, ne? Die Wahl der Charaktere. Gut, dann gehen wir zum Somniel. Und wir schauen uns die ganzen Bandgespräche an, die ich noch vorbereitet hatte. Damit wir halt ja dann auch hinter uns haben, ne? Sind eine Menge, aber gucken wir uns mal an. Diesmal habe ich keine Bandgespräche freigeschaltet anscheinend. Da, und hier gucken wir mal. Ich hatte zum Beispiel gerade. Wen hatte ich gerade dabei? Schon sofort vergessen. Alfred. Nein. Ich hatte Alfred. Mit. Und jetzt sind die wieder anders ausgerüstet, ne? Der Panette hatte zum Beispiel mit Lynn, ja. Die hatte Lynn ausgerüstet, aber sie ist immer noch Level 15. Also, ja, ist genauso wie ich mir gedacht habe. Die Charaktere haben. Bekommen keine Band-Erfahrungspunkte. Was bedeutet, es macht überhaupt keinen Sinn, mit unterlevelten Band-Charakteren hier reinzugehen. Also ich kann die schon irgendwie alle hochleveln, um mir halt einfacher zu machen. Weiß nicht, ob ich dann noch mehr irgendwie reinpacke. Aber mal gucken. Auch mit unterlevelten haben wir es ja halbwegs geschafft. So, dann gucken wir uns hier. Da muss ich erstmal in mein Zimmer hingehen, ne? Dann gucken wir uns mal die ganzen Bandgespräche an, die ich freigeschaltet hatte. Was eine Menge sind. 10 Stück, glaube ich. Mal gucken wir mal. Da muss ich hier hin. Und als erstes habe ich mit Celica trainiert. Und zwar habe ich, also ich habe nicht mit Celica als erst trainiert, aber Celica ist die erste. Ich habe die ja nach Spielen sortiert. Und ja, sie habe ich mit Vel trainieren lassen. Zweimal. Sich teleportieren kann und so. あなたは私のこと怖いって思う?いいえ。怖くなんてないわ。普通の女の子のことをそう思うはずがないでしょ?どうぞね。なんだB-Rang?5分10。ここにいる人たちはみんないい人だね。 私こんなにお友達ができたの生まれて初めて。そうね。本当に良かったわね、ベイル。私もお友達としてきっとあなたを助けるから。Luis mit Sigurd auf Level 10. Ich ja eigentlich auch benutzen können in diesem Kapitel, aber ja. Okay, dann. Temera mit live trainiert. Auf C. Nee, auf B. Level 10. Also Level 10 und dementsprechend B. Macht er sich an live ran? Oh Gott, wer war das?
Ich habe die Story vom Fire Emblem 5 leider nicht mehr so. Ich weiß nur, hat eine Schwester namens Nana hatte. Aber ich weiß nicht, ob der in der gelobt hatte oder so. So, Roy hat mit einer Menge Leute trainiert, weil ich mit vielen Leuten Stärke plus 2 ja freigeschaltet habe. Hat man vielleicht gemerkt, ne? So, einmal mit Panett, Fly 5. Willst du euch meinen Harem anschließen? Schon in meinem Spiel habe ich ungefähr 6-7 Leute. So, dann habe ich Roy mit Diamant trainieren lassen. Wo ist er? Ah. Das heißt, ich kann mir ja immer so... Die ganze Brodia-Gruppe kann ich mir so zurechtstellen für den nächsten Kampf, ne? Stimmt. Ich würde voll selten ihn geben. Dabei sind die beiden ja irgendwie so Canon, ne? Die beiden. Also so als Team. Irgendwie gebe ich den kaum Roy zum Ausrüsten. Ich gebe den meistens immer Ike oder so. So, Amber, du hast mit Roy auf Level 10 trainieren. Mit auch Stärke plus 2 bekommst. Das Essen? Interessant. So, dann habe ich Vale noch mal mit Lin trainieren lassen, damit sie mehr Geschicklichkeit gibt, kriegt, ne? Bin ich mir sicher. Vale, ironna omoi o kakaete iru yō dakedo, nan demo soudan shite ne. Watashi de yokereba chikara ni naru kara. Arigatou. Hontou wa Lin ni kou yatte yasashiku shite morau shikaku nante nai kedo. Und dann habe ich noch Mikaya zweimal mit Celine trainieren lassen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, weil ich hier sie ausgerüstet, ja, weil ich sie ausgerüstet hatte, ne? でも今はこうして競りの話ができて嬉しいわ。うん、しゅ。あ、いいな。祈っているだけでは平和を手にすることはできないわ。茨の道だとしても戦って。いや、全然しっかりボーリング。なんかビボーリングだって。で、たくさんいます。 Okay. Gut. Das ist dann auch schon erledigt. Nächstes Mal werden wahrscheinlich sich wieder mehr anhäufen, aber das jetzt reicht. Also, alter Boden, neue Items, genau. Und dann gehen wir nochmal in die Arena danach und dann war es dann schon wieder, ne? Also ungefähr 3 Stunden. Ja, 1,5-stündige Party. Ja, schon irgendwie 1 Stunde gedauert, irgendwie die Cutscenes und so aus dem Weg zu räumen, ne? Aber jetzt irgendwie besser, als wenn man jedes Mal hier zwischendurch das hier machen muss, finde ich. Wenn ich ganz ehrlich bin. Sollte gewinnen war. Okay, da war schon wieder etwas nicht so gute Ausbeute. Jetzt waren wir mehr bekommen, obwohl ich glaube ich nur 2 Sterne oder so hatte, glaube ich. So, gehen wir dann in die Arena. Und dann war es dann, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich trainieren soll. Ich habe noch eine Menge Leute, die noch auf Level 10 sind und noch etwas unterlevelt sind. Aber wen nehme ich denn hier, ne? Ach ja, Pandreo, ne? Na gut, das eine Level, da kriegen wir auch noch.
der Oberpriester. Nein. Das war tot. Oh, das heißt aber, wir kriegen Support mit dem Hauptcharakter. Ich glaube aber nicht, dass da genug ist für den ganzen Support. Nein. Ich glaube, es dauert eine Weile. So, wen nehmen wir jetzt zum Training, ja? Ich weiß nicht, dass sie schon zwei Werte hier maximiert hat. Er hat auch gar nicht so niedrige Werte, jetzt wo ich mir das so anschaue. Oder? Doch, vielleicht. So, wen nehmen wir noch hier zum Training? Wir sind ja kurz vorm Level. Etty, aber sie ist schon Level 12. Ember. Okay, holen wir Ember. Aber dann muss ich ihn erstmal Ding jetzt hier geben. Den muss ich vielleicht auch nächstes Mal mitnehmen, ne? Ist ja auch von Firen. Von Brodia. Ja. Haben wir schon Gedanken darum machen. Weiß gut, so habe ich wenigstens Grund, verschiedene Leute irgendwie mitzunehmen, ne? So, machen wir mal hier ein bisschen strukturierter. Vielleicht mal. Mal so machen, das war auch hier. Vielleicht gewinnen. Ja. Amber. Er kann vielleicht was werden. Oh Gott. Okay, cool. Sehr cool. Stärke. Was braucht er denn sonst, ne? Aber keine Supportpunkte anscheinend. So, er braucht denn noch ein Level ab. Irgendjemand auf Level 10, der kurz vorm Auflevel ist, am besten, ne? Gibt es aber nicht viel. Erst mit Alfred. Und du mal direkt die Lanze hier. Wir müssen ja ganz unten, habe ich ihn als letztes erst. Ich glaube, ich habe nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt hier Erfahrungsboost-Dings gegeben habe. Egal, was soll's. Weiß nicht. Und schon wieder kein Support. Okay, was soll's. Jetzt sind wir ja fertig. So, dann weiß ich ja bis zum nächsten Part, wen ich hier als vielleicht vorbereiten werde für nächste Kapitel, wenn ich weiß, dass wir nach Brodia gehen, ne? Das heißt, ich werde wahrscheinlich Diamant vorbereiten, Alchrist, Amber, Jade, ne? Das ist eine gute Herausforderung, ne? Also Herausforderung. Saphir vielleicht, ne? Okay, das macht es ein bisschen einfacher. So, in dem Sinne sage ich dann aber schön, das war's für heute. Ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Nächstes Mal geht's mit dem nächsten DLC weiter. Und ja, ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüssi, Kowska.